heute da, weil nicht nur an der Sphinx, sondern auch bei den Pyramiden Kalkstein verbaut wurde. Der Kalkstein verwittert sehr stark und durch die große Verwitterung am Kalkstein werden die Blöcke immer wieder ausgetauscht. Nur es geht jetzt um die Konservierung der Blöcke und da haben wir ganz tolle Produkte, eine Imprägnierung, die den Stein verfestigt, aber auch Schutz bietet gegen Sonne, gegen Umwelteinflüsse, gegen Wind und Sand da zum Beispiel. Das heißt, das ist ein klassisches Sandstrahlen in der Natur. Das heißt, der Stein wird verfestigt. Bei der Sphinx ist es im Speziellen, die wurde ja restauriert und ist auch gesperrt. Man kann also auch heute noch nicht direkt zur Sphinx gehen, wie man sieht, sondern nur von der Ferne das beobachten. Bei der Sphinx ist bei den Rundungen, wo die Sphinx sitzt, wurde eine Zementschlemme aufgebracht, eine Kalkschlemme eigentlich. Und diese Schlemme braucht auch Verfestigung, weil sie sonst absplittert. Sprich, es geht da auch hier um das Thema Verfestigung und Haftung auf dem Stein. Bei der Cheops-Pyramide oder Chephren-Pyramide im Hintergrund ist das Thema mehr, dass die Menschen im unteren Bereich auf den Blöcken herumgehen, auf den Steinblöcken, Graffiti draufschreiben, Liebeserklärungen. Da geht es um Graffiti-Entfernung und dann auch in weiterer Folge Schutz. Wir machen eine Imprägnierung, keine Beschichtung, und mit dieser Imprägnierung härten wir den Stein komplett aus. Also der wird hundertprozentig ausgehärtet, dauert ungefähr 5 Tage, je nach Witterung, und dann hat der Stein wieder die Festigkeit oder fast die Festigkeit von früher. Früher hat man nicht die Möglichkeit gehabt mit den chemischen Produkten. Das ist ein wasserlösliches Produkt, was ich hier im Pinsel habe, und es kann nichts passieren, ist Lebensmittel echt. Also es kann der Umwelt überhaupt nichts passieren damit. Unsere Produkte sind geprüft vom Bundesdenkmalamt. Wir arbeiten sehr stark an historischen Monumenten, wie das Prinzessin Diana Denkmal in London, im Hyde Park zum Beispiel, die Frauenkirche in Dresden, das Sisi Denkmal in Meran in Italien, aber auch in das British Memorial in Washington in Amerika. Wir arbeiten auch sehr stark bei archäologischen Ausgrabungen mit. Das betrifft Kalkstein, Lehmziegel. In dem Fall bei archäologischen Stätten geht es in das Thema Konservierung, das heißt Verfestigung des Steins, inklusive Schutz, wie man da auch sieht, gegen Sonneneinstrahlung, Schutz gegen Sand, der da ja durch den Wind, der da in der Wüste herrscht, eigentlich wie Sandstrahlen dann reagiert.